Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Teste doch mal wieder Lasagne, Junkfood Guru. Habe ich neulich vor ein paar Wochen irgendwann in den Kommentaren gelesen. Und dieser Gedanke hat sich eingepflanzt. Und als ich beim Einkaufen neulich war im Edeka, habe ich diese Tiefkühl-Lasagne von Alberto mitgenommen. Eine echte Lasagne, Bolognese, nichts vegetarisch, vegan. Zuletzt habe ich hier sehr viel vegetarische und vegane Produkte auch getestet. Heute gibt es eine klassische Lasagne Bolognese von Alberto. Die gibt es, glaube ich, auch schon gefühlt 100 Jahre und ich habe sie auch schon ewig nicht mehr gegessen. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmeckt. Man kann sie in der Mikrowelle machen, 8 Minuten, oder man nimmt ganz viel Geduld, 35 bis 40 Minuten und macht sie im Backofen. Preislich liegt die so zwischen 1,99 Euro und 2 Euro. Und ich werde sie natürlich heute im Backofen machen, weil ich richtig hungrig bin. Und dann ist es immer so ein bisschen schade, wenn es aus der Mikrowelle, ich weiß, es funktioniert, aber eine Lasagne ist einfach viel, viel geiler, wenn sie oben knusprig ist, oder? Was meint ihr? Auch wenn ich hungrig bin, die 40 Minuten, die werde ich schon überleben. Ich mache jetzt mal gemeinsam hier vor der Kamera, mache ich die Verpackung auf. Das Tolle ist ja, dass es einfach nur Pappe ist und man es so direkt in den Backofen stellen kann, wenn man den Deckel abgemacht hat. Und ich bin echt gespannt auf den Geschmack. Ich habe früher sehr, sehr viele Tiefkühl-Lasagnen gegessen. Und zwar auch von den Eigenmarken aus Netto und auch von Edeka und Rewe, glaube ich, auch. Und ich fand es immer so cool, weil die hatten so Nährwerte, so um die 560 bis 580 Kalorien. Die hat jetzt 668 Kalorien. Und ich habe so ungeschriebene Ernährungsgesetze für Abendsnacks. Und das heißt so, Abendsnacks sollten bei mir nicht mehr als 600 Kalorien haben. Und deswegen habe ich auch schon so lange keine Lasagne mehr gegessen, weil ich finde, man könnte noch ein bisschen von den Nährwerten nach unten hin optimieren. Dann könnte sich der Guru auch häufiger mal abends eine Lasagne gönnen. Und wenn ich die mir jetzt gönne, ist es tatsächlich heute, ist es meine erste Hauptmahlzeit. Und wenn ich die sonst abends essen würde, könnte ich keine Schokolade mehr essen. Darauf will ich nicht verzichten. Deswegen immer so ein bisschen ausgleichen, ihr Lieben. Ich sage auch mal 80% gesund und für den Rest lassen wir uns gut gehen, ihr Lieben. So, wir sehen uns gleich wieder im Backofen mit der Lasagne Bolognese von Alberto. Oh ja, hier ist wirklich Geduld gefragt. Die Lasagne ist jetzt circa 25 Minuten im Backofen. Ich werde ihr noch so, ja, 15 Minuten wird sie noch bekommen. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. Aber man sieht schon, wie der Käse hier so schön blubbert und nachher, glaube ich, auch schön knusprig wird. Es geht doch nichts über Käse, ihr Lieben. Frisch aus dem Backofen, ihr Lieben. Ich habe wirklich 40 Minuten durchgehalten und man kann am Ergebnis sehen, dass es sich gelohnt hat. Wir haben hier wirklich eine schöne, knusprige Käse-krosse Oberfläche und darauf freue ich mich schon gleich, die mal so richtig schön anzustechen und zu genießen. Schaut mal, ach, hier haben wir das schöne Hack, die leckere Soße noch dabei. Das wird doch ein Genuss, oder was meint ihr? Oh ja. Und es riecht fantastisch. Achtung, ihr Lieben, heiß und hoffentlich lecker. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten gewartet und ich bin nicht komplett hier den Mund verbrenne. Da muss man ja wirklich aufpassen. Gerade eine Lasagne, die 40 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im Backofen war. Da staut sich so einiges auf. Wichtig vielleicht noch als Hinweis, die Lasagne besteht nicht zu 100% aus Rindfleisch, sondern so halb-halb Schweinefleisch und Rinderhack ist hier drin. Und geschmacklich, der erste Bissen ist wirklich lecker, es ist nicht so langweilig, es hat wirklich auch so eine italienische Würze hier im Hack. Und mit dieser weißen Soße, ist das eigentlich Bechamelsoße oder ist das Sahne? Da konnte ich jetzt keinen genauen Hinweis drauf finden. Ich glaube, es ist Sahne. Schmeckt wirklich lecker. Ich frage mich gerade, was macht ihr mit der Lasagne? Macht ihr die eher im Backofen oder macht ihr die auch eher in die Mikrowelle? Seid ihr mehr Team Mikrowelle oder mehr
Mehr Backofen. Ich könnte sie ja sonst auch in der Mikrowelle zubereiten und dann die letzten 10 Minuten im Backofen. Sowas geht ja auch. Man kann das so ein bisschen kombinieren auch da draußen. Geschmacklich finde ich die echt lecker. Aber ich glaube, es geht noch leckerer da draußen, ja? Ich glaube, es geht noch ein bisschen geiler, vielleicht noch ein bisschen fruchtiger. Also die Bolognese hier da drin, die ist schon sehr gut gelungen. Aber haut mich nicht zu 100% vom Hocker. Würde ich es nochmal kaufen? Ja. Also weil es schon lecker ist. Aber ist eine solide, leckere Lasagne. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt die 8 Punkte. Also ich bleibe noch auf der Suche nach einer 9-Punkte-Lasagne aus der Tiefkühltruhe. Ihr könnt mir gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes testen soll. Das würde mich echt freuen. Also wenn ihr sagt, diese Tiefkühl-Lasagne hat 9 Punkte verdient oder die ist 10 Punkte wert, schreibt Namen und so weiter in die Kommentare. Hier oben, also den Namen der Lasagne, könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!